Hi, ich bin Martin. Willkommen auf meinem kleinen Bastelkanal, meinem Maker-Channel. Lass heute mal tuften. Also sowas wie eigene Teppiche machen. Also Teppiche weben. Tuften ist ein deutscher Begriff, kommt vom Tufting. Büschel verzieren heißt das. Sega! Einen Sega-Teppich. Ich gehe von A nach Z, zeig alles, was du brauchst. Und wir benutzen dafür Blau, China, muss geil sein. Ich würde sagen, ja. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Eine Tufting-Pistole. Amazon war einfach, es kommt aus China, es ist blau. Blau und aus China ist immer geil. Hey, willst du es kaufen? Man fühlt sich, als wenn man mächtig. Man kann seine eigenen Teppiche herstellen. Salam alaikum. Salam alaikum. Ach so, eins noch. Ich habe keine 10 Jahre Erfahrung im Teppich-Tuften. Wer hat das schon? Also ist praktisch was wie ein Selbstexperiment. Du kommst heute mal mit. Ich zeige dir alles, was man braucht, was ich so gelernt habe. Am Ende rede ich noch ein bisschen darüber, was man hätte besser machen können, wo es diese ganzen Sachen gibt. Teppichkleber, Wolle, diese Teppichgarn, China, Amazon, AliExpress, all das reden wir drüber in dem Video. Seh das mal halt heute nicht so wie beim Lasern oder wenn ich dir andere Sachen erkläre, so als Experte herab, sondern eher mehr so als, komm, wir machen das mal und wir gucken einfach mal, was man hiermit machen kann. Und da ich diesen Teppich ja auch jetzt schon gemacht habe und du siehst ja, das Produkt schon geil ist, es ist ein bisschen Arbeit, aber ich muss sagen, wirklich, es macht Bock. Es ist so wie Rasenmähen. Ich kann mich total darin entspannen. Und nachdem man mit einem Beamer praktisch das, was man braucht, hinten, das zeige ich gleich alles noch, auf den Teppich projiziert und gespiegelt hat, ist es nur noch so eine Routinearbeit, die einfach geil ist. Einfach schön voreinander hertuften. Ich hoffe, ihr könnt das fühlen, so diese Sachen wie, ohne dass man großen Fokus einstellen muss und dann geht da wieder was nicht und dann muss man da wieder was justieren, dann muss man da Werte finden. Nee, Digga, du spannst hier die Wolle ein, drückst auf den Knopf. Es gibt ein, zwei Sachen, die siehst du in dem Video, die man beachten muss. Aber am Ende bist du halt einfach einen Tag später mit sowas hier am Start. Und das ist dein eigener Teppich. Und das Tuften, das Tufting, hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel, in dem steht sowas drin, wie dass das Tufting das weltweit am häufigsten eingesetzte Verfahren ist, um zum Beispiel Teppichböden herzustellen. Also können wir eigene Teppiche machen. Alles, was man dazu braucht, ist eine Tufting-Gun. Wo gibt's sie? Genau auf Amazon, in meiner Videobeschreibung. Wenn ihr meine Arbeit, die ich mir mit dem Kanal und dem Video hier mache, wertschätzen wollt, wäre es super, wenn ihr die über den Videolink bezieht. Aufpassen hier, Arme hoch, lange Haare zurückbinden, weil das ist eine Maschine, wo sich offene Teile dran drehen, die euch wie eine Drehmaschine auch einfach reinziehen können. Was braucht ihr noch? Auf jeden Fall das Tufting-Tuch, also der Stoff, der Trägerstoff, in den ihr nachher reintuftet. Natürlich braucht ihr Wolle. Ich habe mir extra nochmal ein Set bei Amazon geholt, was ich natürlich auch verlinkt habe, wie alles andere, was man bei Amazon beziehen kann. Und das Letzte, was ihr braucht, um einen fertigen Teppich herzustellen, Teppichkleber. Teppichkleber. Ja, ja. Ich habe den Patex Teppich- und PVC-Kleber. Klappt super gut. Ihr braucht einen Rahmen, den müsst ihr euch meistens selbst bauen, für eure Größe. Vielleicht noch eine Schere, was auch super sinnvoll ist, wenn ihr Wolleknödel kauft, dann braucht ihr so ein Abrollgerät hier. Wollstricker, Wollabroller, Wollstrick. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich bin Ingenieur. Keine Omi. Bevor wir mit dem Rahmenbau anfangen, zwei grundsätzliche Sachen. Erstens, wenn du mir nicht dabei zugucken möchtest, wie ich jetzt 4 Stücke Holz zuschneide und zusammennagel, Kapitelwahl ist aktiviert, Zeitstempel sind aktiviert. Ciao, Amigo. Wir sehen uns im nächsten Kapitel. Nummer 2, ich mache hier einen einfachen Rahmen. Es gibt hunderte Variationen und auch der nächste Rahmen, den ich bauen würde, der wäre wahrscheinlich wieder ein Stück weit besser. Ich will damit nur sagen, ihr müsst 4 Stücke Holz irgendwie zusammenkloppen, damit ihr nachher eine Möglichkeit habt, ein Trägergewebe trommelartig, also mit einer Spannung einer Trommel, auf diesen Rahmen zu spannen. Auch wenn der Rahmen am Anfang ein bisschen wabbelig aussieht,
stabilisiert er sich damit, dass ihr den so unter Spannung setzt. Ja, und ich für meinen Fall hatte keine Profile und keine Latten hier. Ihr könnt auch einfach im Baumarkt fahren, wenn er dann wieder auf ist, und euch da Latten holen und die zusägen. Das geht natürlich auch. Ich habe halt einen Holzbrett, was ich vor ein paar Monaten auf dem Sperrmüll gefunden habe, genommen und das in Latten gesägt, sodass das Holzbrett, was ich dort gefunden habe, auch wiederverwertet wird. Ganz geil eigentlich. Das wird ein 1:1 Rahmen, das wird ein 2:1 Rahmen. Deswegen brauche ich da nur 3 solche Latten und da schneide ich dann eine in der Mitte durch. So, ich habe erstmal 2 Webrahmen, Tuftingrahmen gebaut. Einer mit der halben Arbeitsfläche des anderen, damit man nicht mal den ganzen Rahmen bespannen kann, sondern halt auch nur den halben Rahmen. Und wenn man dann noch was Kleineres machen möchte, kann man von dem halben Rahmen auch wiederum nur die Hälfte bespannen. Dazu müsste ich aber nochmal ein Zwischenstück in den Rahmen einsetzen, denn die Bespannung des Tuchs muss immer von allen 4 Seiten erfolgen. Also links, rechts, oben, unten, das habe ich schon gelernt. Und kurz zur Erklärung, ich meine hier nur, wenn ihr an 3 Seiten spannt, bekommt ihr es nicht hin, so viel Spannung auf das Trägergewebe zu bekommen, dass sie trommelartig ist. Aber eine Funktion fehlt noch, die wichtigste, nämlich Nägel in die Seite reinzuhauen, damit wir das Tuftingtuch, das Webtuch, dann halt auch spannen können vernünftig. Machen wir die Bespannung. Der Rahmen ist fertig bespannt. Das muss so stramm sein wie so eine Trommel. Und ich habe das schöne Glück, dass ich diesen Bespannstoff hier, dass der Linien hat, solche orangenen Linien, die könnt ihr hier erkennen. Und da orientiere ich mich dran. Ja, und jetzt hört mal. Also es ist gespannt wie eine Trommel. Ich soll das mit der Trommel am Ende nochmal erwähnen, damit ihr das auf keinen Fall vergesst. Zum Trägergewebe nochmal schnell. Das ist einmal 5 Meter. Damit kann man eine Menge arabischer Teppiche machen, glaub mir. Salam alaikum. Und scheiße, ich will diesen Teppich jetzt machen. Ich will nicht mit euch reden die ganze Zeit. Aber eine Sache ist noch ganz wichtig. Es gibt 2 Arten von diesen Maschinen. Es gibt Cutpile und es gibt Looppile. Cutpile heißt, ihr steckt den Faden rein und schneidet den dann ab. Und das geht ganz schnell. Reinstecken, abschneiden. Reinstecken, abschneiden. Nicht lachen. Reinstecken, abschneiden. Reinstecken, abschneiden. Looppile ist ohne abschneiden, also nur reinstecken, wie wir das halt normalerweise kennen. Ne? Reinstecken, rausziehen, reinstecken, rausziehen, reinstecken, rausziehen. Und dann immer wieder ins nächste Loch gehen. Scheiße, Alter. Das, was ich will nur sagen, das, was ich jetzt im nächsten Kapitel mache, ist Stapel schneiden, Cutpile,
Nein, im übernächsten Kapitel. Im nächsten Kapitel werfen wir jetzt erstmal einen Beamer an, zeichnen die Grafik ab, damit wir nachher beim wirklichen Teppich machen wissen, wo welche Wollfarbe hinkommt. Eine Sache ist super wichtig, ich projiziere das Bild mit dem Beamer jetzt auf die Leinwand und das ist auch die Oberfläche, wo ich nachher draufsticke und dann wird das fertige Produkt die Rückseite werden. Und mit Leinwand meine ich Trägergewebe und mit Sticken meine ich Tuften. Nicht, dass wir da durcheinander kommen, wenn ich ja alles in einen Pott werfe. Und deswegen muss ich das Bild natürlich einmal spiegeln im Photoshop, ne? So, ab jetzt den Rahmen nicht mehr nachspannen, sonst verzieht ihr natürlich die Buchstaben. Obwohl Buchstaben schon für einen Anfänger wirklich schwer sind. Also ich tue mich auch noch schwer mit Buchstaben. Da ich noch kein Profi bin, habe ich Schwierigkeiten mit gebogenen Linien. Ich denke, das kommt mit mehr und mehr und mehr Praxis. Ich werde mich bei dem Schriftzug trotzdem nur an vertikalen Linien halten. Denn alles ist auch mit vertikalen Linien möglich. Und da muss ich halt ein paar Mal mehr ab- und aufsetzen. Dafür eliminiere ich aber die Gefahr, dass ich hier eine Kurve nicht richtig hinbekomme. Die Maschine darf man nicht treiben, die muss man wirklich von hinten ziehen lassen und dann langsam durchführen. Und das ist sehr, sehr schwer in manchen Gebieten. Und deswegen habe ich mir für diesen Schriftzug jetzt, für einen der ersten Schriftzüge, den ich mache, vorgenommen, alles vertikal abzufahren. Funktion super easy. Hier oben wird die Wolle eingefädelt, kommt hier durch das kleine Löchlein durch und dann kommt da nach jedem Stoß so eine kleine Schere raus. Ich glaube, ihr könnt es nicht sehen. Und macht einmal schnipp, schnipp. Also aufpassen, wo ihr die hinhaltet. Im nächsten Schritt säuber ich den Teppich, denn jetzt habe ich noch Einfluss darauf, weil diese Fädchen da alle nur da drin stecken. Einzelne Sachen rauszuarbeiten, ist zum Beispiel am Buchstabe meine Kante nicht so toll. Kann ich immer noch nacharbeiten, ich kann immer noch blau einarbeiten da, wo ich möchte. Oder ich kann weiß wegnehmen oder blaue Fädchen ziehen, die mir vielleicht im Weg liegen. Das mache ich jetzt alles, jetzt kommt der Feinschliff und wenn mir das Ergebnis gefällt, das bleibt alles noch auf dem Rahmen. Dann kommt der Teppichkleber drauf und wenn der Teppichkleber drauf ist, dann warte ich einen Tag, morgen kann ich dann weitermachen. Dann muss ich eigentlich nur die Rückseite hier verkleben und habe praktisch schon meinen Teppich.
Okay, das ist jetzt hier die verklebte Rückseite und die hat noch einen weiteren Vorteil. Also standardmäßig, wenn man so ein Produkt verkaufen möchte, könnte man dann noch so ein Vlies, wie ihr das von normalen Teppichrückseiten kennt, verkleben. Aber das Schöne hierbei ist, dass dieser Kleber richtig gute Haftrutscheigenschaften hat. So ein bisschen wie unter den Socken, so kennt ihr diese Anti-Rutsch-Socken. Ich verschiebe eher den Tisch, als wenn ich hier, ne? Deswegen lasse ich das so. Okay, letzter Schritt für meinen finalen Teppich. Ich werde die Ränder umklappen, also erstmal zuschneiden vernünftig, dann einschneiden, umklappen und mit einer Heißklebepistole dann die Ränder verkleben. Das ist meine Ultimatinum-Spezialbehandlung, um nochmal die letzten losen Fädchen hier rauszuholen. Und dann teilt er das dann auf und dann ist da nichts mehr hier. Seht ihr? Da kommt jetzt nichts mehr raus. Aber es ist schon noch ordentlich hier. Wenn ihr das mal euch angucken wollt, das kam da jetzt nochmal raus. Übrigens, wo stand's gerade? 12 Euro im Teddy. Heißklebepistole mit 6 Glue-Sticks von Patex. Eine Sache, die mir jetzt hier beim Verkleben der Rückseite nochmal gut aufgefallen ist, die Teppichkante ist bei mir nicht immer ganz gerade, aber dadurch, dass ich das Umlegen gerade mache, kann ich da so ein bisschen reinbringen an Geradigkeit. Und es verklebt so super schnell, also Heißkleber ist schon sehr geil dafür. Der wichtigste Tipp mit Abstand ist die Spannung des Tuchs auf dem Rahmen. Das muss schon trommelartig sein. Also es muss so fest sein, dass du praktisch darauf trommeln kannst. Wenn das, selbst wenn du denkst, das ist zu fest, dann musst du es nochmal anziehen. Denn wenn unter der Webpistole oder vor der Webpistole oder vor der Tufting-Pistole das Fell beim Ein- und Ausstechen ein bisschen flattert, dann kommt die Schere da raus und schneidet in das Tuch und zerschneidet euch das ganze Tuch. Hier einmal, wie das aussieht, wenn das Tufting-Tuch, das war einer meiner ersten Versuche, nicht gut gespannt ist. Hier habe ich mit dem ganzen Webstoff, das ganze Gewebe zerschnitten. Die Wolle, die ihr in die Gun reinzieht, wenn die irgendwo nur ein Stück weit hängt, dann zieht die Gun, die Pistole, die Wolle hier nicht mehr durch und rein. Dann müsst ihr immer und immer wieder neu einfädeln. Das ist so einer der wichtigsten Tipps. Und ich werde vielleicht nochmal das Video aufbauen mit den wichtigsten Tipps, so 5 bis 10 wichtige Tipps. Wenn du eine Linie führen musst und du führst sie aus der Hinterhand hier raus, also du führst es nicht, du zwingst die Maschine nicht, du hältst vorne einfach fest und führst von hinten um die Kurven rum, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und wenn du dich dann mal verziehst, also die Linie einfach voll daneben geht und du hängst dann nur noch und oh, scheiße, scheiße, scheiße. Und selbst solche Fehler lassen sich relativ gut wieder ausgleichen. Man kann diese kleinen Stapel, die man da zusammenschneidet, die an jedes Loch reingedrückt werden, die kann man einfach dann da wieder rausziehen. Ich will damit sagen, es ist kein einfaches Verfahren, aber es vergibt einem Fehler sehr leicht. Ne? Wenn ihr beim Lasern eine Glasrückseite von einem Handy graviert und ihr graviert daneben oder schief, dann ist es durch. Da habt ihr keine Möglichkeit mehr, das zu korrigieren. Es macht so Spaß, ich habe so viele Ideen, so viele Formen, so viele Sachen, ein ganzes Super Mario Level auf einmal 5 Meter. Oh krass, ich habe so viele geile Sachen im Kopf. Ich möchte zum Ende hin, das muss sich auch für dich gelohnt haben, mal darüber reden, was ich hätte anders gemacht, wenn ich jetzt mal von vorne anfangen würde. Das Ding, was ich ja erläutert habe mit den vertikalen oder horizontalen Linien, um den gleichen Abstand zu gewährleisten, um auf Linien zu bleiben und sich an Linien orientieren zu können, ist alles cool. Ich habe in der Nacharbeit aber doch gemerkt, dass halt Buchstabenkonturen, wie zum Beispiel die lange Linie des A's, dann doch irgendwie schon, ja, ein bisschen zackig aussahen. Ich glaube, wenn man einmal am Anfang die ganze Kontur auf der Linie abgefahren hätte, hätte man ein besseres Resultat erzielen können. Das ist auch okay. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die ich beim nächsten Teppich gerne mal ausprobieren würde. Ich finde jetzt als Anti-Haftbestichtung den Teppichkleber von der Rückseite ziemlich cool.
Ich würde aber gerne nochmal, um dem Ganzen einen professionelleren Look zu geben, auf die Rückseite auch dann so einen Abschluss, so einen Unterlagenstoff verkleben. Und die letzte Sache wäre die Fadenlänge. Ich habe es jetzt bei meinem Teppich so gemacht, dass ich halt viel hier mit Schere gearbeitet habe. Und ich bin enorm zufrieden damit. Schaut euch das mal an, das sieht extrem schön aus. Es gibt ab und zu mal so ganz, ganz kleine Unebenheiten, aber das macht auch eher so den Stil der Handarbeit aus, finde ich. Ich habe mal hier und da gesehen, dass Leute halt so mit Kopfschermaschinen und mit Scharfschermaschinen einmal als Finish nochmal über den Teppich drüber gehen und dann sieht das wirklich aus wie ein professionelles Produkt, also ein professionell in Handarbeit hergestellter Teppich mit einer verklebten Textilunterseite. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, ist gerade eine ganz komische Perspektive, die hier stattfindet, oder? Ja, aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal noch ein bisschen sitzen. Es ist schön kuschelig, meine Füße sind warm. Ich könnte hier sogar meine Schüchen ausziehen. Oh, das ist schon richtig schön. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video gerne liken. Könnt die Glocke anmachen. Dann erfahrt ihr, wenn ich ein neues Video mache und wenn ich dann nicht immer noch auf dem Klo sitze. Ansonsten würde ich sagen, danke. Danke an alle meine Patrons. Danke, dass du zugeschaut hast. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du hast was gelernt. Es gibt alles Relevante in der Videobeschreibung, was halt so Teppichpistole, Teppichkleber und so angeht. Das habe ich eh den ganzen... Es ist ja Lockdown hier. Alles ist zu. Ich muss den ganzen Scheiß eh auf Amazon kaufen. Bis auf die Patex Heißklebepistole, die hatte ich noch vom Teddy für 12 Euro. Ansonsten habe ich eigentlich alles da drin. Schau da mal vorbei und geht auch für Folgekäufer. Also wenn du über diese Links reingehst und dann was anderes da kaufst, so, dann freut mich das natürlich auch. Also das ist wirklich Herz. Liebe geht raus. Liebe an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Hier nochmal der Teppich. Ist das nicht geil, Alter? Ich habe meinen eigenen Teppich gemacht. Ein Kindheitstraum. Also Sega, nicht der Teppich. Ach so, und jetzt, wo ich fertig bin, ich wollte noch einmal den ultimativen Rutschtest zeigen. Also, hört mal. Habt ihr das gehört? Also, bevor der rutscht, reißt die Fliese raus. Hört nochmal.